Vortragsreihe das Wohlbefinden des Geistes und des Körpers. Questa serie di conferenze si chiama il benessere fisico e spirituale. Gestern haben wir uns über Gedanken gemacht, wie können wir geistlich Wohlbefinden haben, wenn all die Krisen da draußen in der Welt stattfinden. Ieri abbiamo parlato di come poter avere questo benessere spirituale nonostante c'è la crisi e tutti i problemi che ci circondano. Und wir haben gesehen, dass biblische Prophetie uns den Schlüssel gibt, das alles einordnen zu können. E abbiamo visto che la profezia biblica ci dà veramente la chiave di lettura per ordinare tutto questo. Aber wir haben nicht wirklich ganz die Frage beantwortet. Ma noi non abbiamo comunque risposto completamente a questa domanda. Die große Frage. La domanda più importante. Die ultimative Frage. La domanda più grande. Die Frage, die jeder einzelne Mensch sich irgendwann schon gestellt hat oder noch stellen wird. Che ognuno di noi già per almeno una volta si è chiesto e si chiederà. Warum? Perché? Warum passiert das überhaupt? Perché accade tutto questo? Wie kann ich ein Wohlbefinden haben? Come posso avere io questo benessere? Wenn wir Dinge erleben, se noi wie viviamo Katastrophen, cose come catastrophi, wenn liebgewordene Menschen sterben, quando alcune persone care muoiono, wenn wir das Leid in der Welt sehen, quando vediamo la sofferenza del mondo. Wir hätten ja wahrscheinlich kein Problem damit. Noi forse non avremmo avuto nessun problema. Wenn nur die bösen Menschen leiden würden, oder? Se soltanto i cattivi soffrissero. Aber aus irgendeinem Grund. Ma per un motivo che noi non sappiamo. Ist das Böse auch noch sehr ungerecht. In realtà è ingiusto tutto questo. Auch wenn man gesund lebt. Anche quando una persona vive in salute. Kann man eventuell sehr krank werden. Può diventare molto malato. Oder wie ist es, wenn ein Autounfall passiert? E vogliamo parlare di quando, per esempio, accade un incidente stradale. Und derjenige, der betrunken und unter Einfluss von Drogen den Autounfall verursacht. E magari proprio colui che ha bevuto, che è sotto l'effetto delle droghe, che ha causato l'incidente. Der hat vielleicht nicht mal einen Kratzer. Lui forse non ha neanche un graffio. Aber die unschuldigen Menschen im anderen Auto. Però le persone innocenti in un'altra macchina. Sind alle tot. Sono tutti morti. Und dann stellt man sich die Frage, warum? E naturalmente si pone la domanda perché? Wenn kleine Kinder krank werden. Quando i piccoli bambini diventano malati, si ammalano. Und sterben, bevor sie das Leben erst richtig anfängt. E muoiono ancora prima praticamente di iniziare la loro vita. Dann stellen wir die Frage, warum? Warum musste er oder warum musste sie sterben? Allora ci chiediamo perché? Perché deve morire proprio lui, proprio lei? Sie hat doch gar nichts getan. Non ha fatto proprio niente di male. Warum müssen die Menschen in Afrika leiden, weil wir vielleicht unsere Wohlstandsprobleme haben? Perché, per esempio, le persone in Africa devono soffrire perché noi abbiamo problemi economici? Das Böse in der Welt ist sehr ungerecht. In realtà il male del mondo è molto ingiusto. Und jeder Mensch, der irgendwann sagt, ich glaube an Gott, e ogni persona che dirà sì, io credo in Dio, oder ich glaube an die Bibel, oppure io credo alla Bibbia, muss sich mit dieser nagenden Frage auseinandersetzen. Si deve confrontare con questa domanda. Wenn es einen lieben Gott gibt. Se c'è un Dio amorevole. Und wenn er so lieb und nett und freundlich ist. Se è veramente così gentile, bravo, buono come dicono? Warum passiert das alles? Perché succede tutto questo? Will es nicht aufhalten? Vuole lui che succeda tutto questo? Kann es nicht aufhalten? Può lui frenare tutto questo? Hat es vielleicht sogar geplant? Ha per caso pianificato lui questo? Hat Gott das Böse geschaffen? È lui che ha creato il male? Und wenn es nicht geschaffen hat? Ma se lui non l'ha creato? Wo kommt's dann her? Allora da dove viene il male? Und so stellen sich viele Menschen die Frage, warum? E molte persone si chiedono perché? Und was ich liebe an der Bibel? E quello che a me piace della Bibbia? Dass sie selbst für die komplexesten Fragen che anche per le domande più complesse Antworten hat, die jeder verstehen kann. Ha delle risposte che tutti quanti possono comprendere. Aber fragen wir denjenigen, der die Hauptperson der Bibel ist. Ma noi chiediamo a colui che è la persona principale della Bibbia. Jesus sagt ein anderes Gleichnis, legte ihnen vor und sprach. Gesù disse un'altra parabola e iniziò a parlare dicendo. Ein anderes Gleichnis legte ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf einen Acker säte. Il regno dei cieli è come un uomo che va seminando in un grande campo. Das heißt, Jesus sagt: Meine Predigt.
Gesù dice, la mia predicazione kann man vergleichen mit jemandem, der Samen ausstreut. È praticamente paragonabile a qualcuno che semina. Er sagt weiter. E dice poi. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mit oder den Weizen und ging davon. Però mentre le persone dormivano, arrivò il nemico che seminò la zizzania in mezzo al grano buono. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Però quando il seme crebbe, venne fuori anche la zizzania in mezzo a questo seme. Und dann heißt es. E poi c'è scritto anche. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in seinen Acker gesät? Che i servi di questo padrone che iniziò a seminare chiesero a lui: Ma scusami, non avevi tu seminato del buon seme? Und dann kommt die entscheidende Frage. E poi la domanda importantissima, decisiva. Woher hat er denn das Unkraut? Perché ci sono le zizzanie qui? Mit anderen Worten, die Knechte schauen sich das Feld an. In altre parole, i servi guardano il campo. Sie sagen, du hast guten Samen ausgesät. E dicono, tu hai seminato del buon seme. Wenn du nur guten Samen aussiehst, se tu hai soltanto seminato del buon seme, woher kommt das Unkraut? Da dove viene la zizzania? Lieber Gott, wenn du gut bist, caro Dio, se tu sei buono, woher kommt das Böse? Da dove viene il male? Das ist genau unsere Frage. Questa è esattamente la nostra domanda. Das heißt, die Bibel beantwortet genau die wichtigste Frage, die alle Menschen haben. Questo vuol dire che la Bibbia risponde esattamente alla domanda che tutti noi abbiamo. Mit anderen Worten, die Frage könnte man formulieren. In altre parole, la domanda che si potrebbe formulare è questa. Jesus, wenn du gut bist? Gesù, se tu sei buono. Warum gibt es Terror? Perché c'è il terrore. Jesus, wenn du gut bist? Gesù, se tu sei buono. Warum hast du Hiroshima zugelassen? Signore, perché hai permesso una catastrofe come Hiroshima? Jesus, wenn du gut bist. Gesù, se tu sei buono. Warum sterben jeden Tag tausende Kinder in Afrika? Perché muoiono ogni giorno mille e migliaia di bambini in Africa? Jesus, wenn du gut bist. Gesù, se tu sei buono. Warum habe ich meinen Arbeitsplatz verloren? Perché ho perso il mio posto di lavoro? Jesus, wenn du gut bist. Gesù, se tu sei buono. Warum habe ich Krebs? Perché ho il cancro? Jesus, wenn du gut bist. Gesù, se tu sei buono. Warum ist die Welt so schlecht? Perché il mondo è così terribile? Und Jesus gibt eine einfache Antwort. E Gesù dà una risposta molto semplice. Er sagt, das hat der Feind getan. E dice, questo lo ha fatto il nemico. Die Antwort ist ganz einfach. La risposta è molto semplice. Jesus sagt, es war ein Feind. Gesù dice, è stato un nemico. Vielleicht sagen wir, hey, Moment mal. Forse qualcuno di voi potrebbe dire un attimo. Das Böse ist so allumfassend. Il male è così diffuso. Das kann doch nicht von einem Feind kommen. Non può essere soltanto non può venire soltanto da un nemico. Ich bin Deutscher. Io sono tedesco. Und vor über 60-70 Jahren. E circa 60-70 anni fa. Ja. 70 anni fa. Hatte unser Land eine schlimme Periode. Il nostro paese ha avuto un periodo molto, molto triste e brutto. Viel, viel Böses ist passiert. Sono passate cose terribili. Aber lag das Böse einfach nur an einem allgemeinen bösen Prinzip? Ma tutto questo era praticamente causato da un principio unico, maligno? Oder lag es an einer Person, die alle anderen beeinflusst hat? Oppure è stato causato da una persona che ha poi influenzato tutti gli altri. Der sozusagen eine bestimmte Form des Bösen erfunden hat und dann verbreitet hat. Praticamente ha trovato una particolare forma di male e lo ha diffuso. Wie würden wohl all die Überlebenden des Holocaust denken? Tutti quelli che sono sopravvissuti all'Olocausto pensano sicuramente. Wenn man sagen würde, ach, das Böse des Holocaustes kann man nicht mit Adolf Hitler erklären. A tutti quelli che dicono, ah, ma sicuramente la tragedia dell'Olocausto non si può spiegare con Adolf Hitler. Das wäre zu einfach. Sarebbe troppo semplice. Ja, das ist einfach. Sì, è semplice. Adolf Hitler war sehr, sehr böse. Adolf Hitler era molto, molto cattivo. Er war ein Feind. Lui era il nemico. Und er war verantwortlich für all das Böse. E lui era responsabile di tutto il male. Und natürlich diejenigen, die ihm gefolgt sind. E naturalmente erano responsabili anche le persone che l'hanno seguito. So Jesus sagt, das ganze Böse in der Welt. E quindi Gesù dice, l'intero male del mondo geht letztendlich zurück zu einer Person. Praticamente si riconduce ad una persona. Und das ist nicht einfach nur ein Prinzip irgendwo im Universum. E non è semplicemente un principio che c'è che aleggia. Das ist eine reale Person. Ma è una persona reale. Der Feind. Il nemico.
Im Hebräischen sagt man in ebreo Satan. La traduzione di nemico è Satan. Satan heißt übersetzt der Feind. Che tradotto vuol dire il nemico. Also wenn ich im Hebräischen einen Feind gehabt hätte. Quindi se io avessi avuto parlassi ebreo e avessi avuto un nemico. Und ich wäre böse mit ihm. E io fossi arrabbiato. Und ich möchte sagen, du bist mein Feind. E avessi detto sì, tu sei un mio nemico. Dann würde ich nennen Satan. E ti avrei detto tu sei Satan. Und von diesem Wort Satan. E da questa parola Satan. Bekommen wir das Wort Satana. Abbiamo la parola Satana, Satan. Satan heißt übersetzt der Feind. Satana significa il nemico. Und jetzt sind wir wieder. E adesso possiamo tornare. In unseren. Alle nostre. Ah, genau. Wir wollen. Okay. Uns fragen. E ci vogliamo chiedere. Woher kommt dieser Feind? Da dove viene questo nemico? Warum gibt es den Satan? Perché c'è questo Satana, Satan? Hat Gott ihn geschaffen? L'ha creato Dio? Oder fiel er einfach vom Himmel? O semplicemente caduto dal cielo? Und die Antwort finden wir auf der Insel Patmos. La troviamo nell'isola di Patmos. Vor vielen Jahrhunderten. Circa cento anni fa. Ungefähr 95 nach Christus. Circa nel 59 dopo Cristo. Da war dieser schon alte Mann. Nel 95 dopo Cristo ci fu questo uomo già abbastanza vecchio. Ein Gefangener auf der Verbrecherinsel Patmos. Che era prigioniero nella isola di Patmos. Er war kein Mörder. Non era un omicida. Er war kein Lügner. Non era un bugiardo. Er war ein Christ. Era un cristiano. Und das war damals ein schlimmes Verbrechen. E per questo allora era praticamente già un reato. Er hieß Johannes. Lui si chiamava Giovanni. Und er hat einige Bücher in der Bibel geschrieben. E lui ha scritto alcuni libri nella Bibbia. Unter anderem das letzte Buch, die Offenbarung. Tra cui l'ultimo libro, l'Apocalisse. Und weil er ein Prophet Gottes war. E poiché lui era un profeta di Dio. Schrieb er einige Dinge auf, die uns verstehen lassen, warum gibt es den Satan? Scrisse alcune cose che ci lasciano capire, ci fanno capire perché c'è questo Satan. Wir wollen uns das anschauen. E quindi lo vogliamo vedere insieme. Er sah das Folgende. E dice questo. Es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Poi un grande segno apparve nel cielo, una donna rivestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Das heißt weiter, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso, che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. Und der nächste Vers sagt, und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Il prossimo versetto, e la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e lo scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena lo avesse partorito. Und dann heißt es, e quindi questo significa, und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Continuando, ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Vielleicht denken Sie, das ist jetzt ganz schön konfus. Forse voi pensate, c'è un po' di confusione, non ho capito bene. Also wollen wir ein bisschen Licht hineinbringen in das Dunkel. E quindi vorremmo portare un pochino di luce nell'oscurità. Schauen wir uns die drei Hauptpersonen. Ok, troviamo i tre protagonisti principali. Wie viele Hauptpersonen? Quante persone protagoniste? Drei. Die erste, also sind der Drache. Il primo è il dragone. Dragone. Das Kind, bambino. Il bambino. Und die Frau, die Donna. La donna. Wir wollen uns fragen, wer ist Dragone? Ci vogliamo chiedere chi è der Drache? Wer ist Bambino? Chi è der Kind, das Kind? Und wer ist Donna? Und chi è die Frau? Fangen wir ganz vorne oben an. Okay, iniziamo con il Dragone. Das Tolle an der Bibel ist, la cosa bella nella Bibbia, das haben wir gestern schon gelernt, che abbiamo già imparato ieri, eigentlich muss ich gar nicht hier oben stehen, che in realtà io non devo stare qui, steht ohnehin schon alles in der Bibel. Perché c'è già tutto spiegato nella Bibbia. Ich bin eigentlich nur da, Ihnen heute zu zeigen, wo was steht. E sono in realtà qui soltanto per dimostrarvi dove è che cosa. In Offenbarung 12, Vers 3. In Apocalisse 12, 3. Da hatten wir diesen
großen Drachen gesehen? Avete visto questo grande dragone? Und ein paar Verse weiter? E un po' di versetti dopo. Da heißt es, der große Drache. Dice il gran dragone. Die alte Schlange. Il serpente antico. Die auch der Teufel oder der Satan genannt wird. Che è chiamato anche diavolo e Satana. Also der Drache ist. Allora il dragone è. Satan. Satan. Okay, gut. Okay, bene. Der Drache, Dragone, è Satana. Il dragone è Satana. Muss ich auf Deutsch sagen. Der Drache ist Satan. Dann, was ist mit dem Sohn? Ora, chi è il figlio? Es wird gesagt, dass er die Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. C'è scritto che deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. Gestern Abend haben wir über ein interessantes Thema gesprochen. Ieri abbiamo parlato di un tema molto interessante. Wir sprachen über die Wiederkunft. Abbiamo parlato del ritorno di Gesù. Und da haben wir folgenden Text gelesen. Abbiamo letto già questo versetto. Da haben wir von Jesus gesprochen, der das Wort Gottes ist. Abbiamo detto che Gesù è la parola di Dio. Und dann hieß es im Text. E poi c'è scritto nel testo. Dass er die Heidenvölker mit dem Schwert schlage und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Che governerà con una verga di ferro le nazioni. Also wer ist es, der die Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird? Quindi chi è colui che con una verga di ferro governerà le nazioni? Wer ist das? Chi è? Jesus. Gesù. Also das Kind. Quindi il bambino. Ist Jesus. È Gesù. Also der Drache ist Satan. Quindi il dragone è Satana. Das Kind ist Jesus. Il bambino è Gesù. Und die Frau ist die Frau, die das Kind Jesus geboren hat, richtig? E la donna è la donna che ha fatto nascere questo bambino. Also wer ist die Frau? Allora chi è la donna? È la Madonna, Maria. 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 So würden wir denken, oder? Così dovremmo pensare, penseremmo. Das ist logisch. È logico. Aber lesen wir noch mal, was die Bibel sagt. Ma leggiamo di preciso che cosa dice la Bibbia. Die Bibel sagt, es war eine Frau. La Bibbia dice che era una donna. Mit der Sonne bekleidet. Rivestita di sole. Haben Sie schon mal eine buchstäbliche Frau gesehen, die die Sonne als Kleid hatte? Avete mai visto veramente, letteralmente, una persona che è vestita di sole? Also, manche Frauen haben ja außergewöhnliche Kleidung. Alcune persone, alcune donne, hanno un vestito un po' strano. Und sie sehen wirklich strahlend aus. E sembrano proprio luccicare. Aber ich habe noch keine Frau gesehen, die die Sonne angehabt hat. Però non abbiamo mai visto una persona, una donna che veramente ha il sole. Das wäre ziemlich heiß. Sarebbe veramente molto caldo. Es muss also eher eine symbolische Darstellung sein, oder? Deve essere una cosa simbolica. Und hier ist, was die Bibel sagt. E questo è quello che dice la Bibbia. Der Apostel Paulus. L'apostolo Paolo schreibt an die Korinther. Scrive ai Corinti. Paulus schreibt an die christliche Gemeinde. Paolo scrive alla chiesa cristiana. Und er sagt der Gemeinde. E dice chiesa. Den Christen im Ganzen. Praticamente tutti cristiani. Ihr seid die Braut von Jesus. Voi siete la sposa di Gesù. Ihr seid symbolisch eine Frau. Voi siete simbolicamente una donna. Also wenn in der Bibel eine Frau beschrieben wird in der Prophetie, quindi praticamente quando nella Bibbia nella profezia si parla di una donna, wird immer eine Gemeinde oder eine Kirche damit gemeint. Praticamente si intende sempre una chiesa oppure una comunità. Übrigens wird über diese Frau auch gesagt, dass sie für 1260 Jahre lang gelebt hat. Praticamente c'è scritto anche nella Bibbia che questa donna è vissuta 1260 anni. Und soweit ich weiß, hat Maria nicht 1260 Jahre lang gelebt, oder? E da quello che so io, la Madonna Maria non ha vissuto 1260 anni. Wir sehen also die Frau, die mit Jesus so eng verbunden ist. E quindi noi vediamo che la donna con cui Gesù praticamente è in contatto ist die Gemeinde Gottes. È la Chiesa di Dio. Und die Gemeinde Gottes in der Bibel meint alle Gläubigen vom Anfang der Welt bis ans Ende. E nella Bibbia praticamente la Chiesa di Dio si intende tutte le persone credenti dall'inizio del mondo fino ad ora. Denn die Frau war ja da, bevor Jesus geboren wurde, oder? Perché la donna era lì ancora prima che Gesù fosse nato. Also die Gläubigen im Alten und im Neuen Testament. Praticamente i credenti dell'Antico e del Nuovo Testamento. Werden alle dargestellt mit dieser Frau. Vengono rappresentati in questa donna. Und die Bibel sagt, dass der Satan. E la Bibbia dice che il Satan. In einem besonderen Maße gegen die Frau kämpft. In una maniera particolare lotta contro la donna. Warum? Perché? Gehen wir noch ein bisschen weiter in die Offenbarung. Andiamo avanti nell'Apocalisse. Es heißt, es entstand ein Kampf im Himmel. C'è scritto, e ci fu una battaglia nel cielo.
Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone e il dragone e i suoi angeli combatterono. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Ma non vinsero e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra. E con lui furono gettati anche i suoi angeli. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft unseres seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva, ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Und merken Sie sich diesen Punkt, dass der Satan die Menschen verklagt. E ricordatevi questo punto, infatti il fatto che Satana accusa gli uomini. Wir werden am Ende nochmal darauf zurückkommen. Perché alla fine ci ritorneremo sopra, quindi tenetelo a mente. Aber dann heißt es in Vers 11. Poi in versetto 11. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ma essi hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Darum seid fröhlich ihr Himmel und ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Perciò rallegratevi, o cieli, o voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. Wer ist die Frau? Chi è la donna? La Chiesa. Die Gemeinde Gottes. La Chiesa di Dio. Und durch alle Jahrhunderte hindurch, e praticamente durante tutti i secoli passati, sind Menschen, die in die Bibel geglaubt haben, le persone che hanno creduto nella Bibbia, verfolgt worden. Sono state perseguitate. Nicht immer zu allen Zeiten zum gleichen Ort. Non sempre nella stessa maniera, nella stessa intensità, in tutti i luoghi. Aber immer wieder. Ma sempre. Satan hat einen Hass auf Menschen, die die Bibel lieben. Satana odia le persone che amano la Bibbia. Und es heißt, und das können wir überspringen, Vers 17. Der Drache wurde zornig über die Frauen, ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu. Versetto 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. In wenigen Worten praticamente beschreibt die Bibel hier einen Krieg. La Bibbia descrive qui una guerra. Es gibt zwei Parteien. Ci sono due parti. Und dieser Krieg begann im Himmel. E questa guerra iniziò nel cielo. Und dann beschreibt die Bibel, wie dieser Krieg im Himmel auf die Erde kam. E poi descrive la Bibbia come questa guerra che c'è stata in cielo arriva sulla terra. Das heißt, wenn wir den Krieg auf der Erde verstehen wollen, questo vuol dire che se noi vogliamo capire la guerra che c'è sulla terra, wenn wir verstehen wollen, was passiert wirklich auf dieser Welt, se noi vogliamo capire davvero che cosa sta succedendo in questo mondo, wer ist gut und wer ist böse, chi è il buono e chi è il cattivo, dann müssen wir erst verstehen, wie der Krieg im Himmel war. Allora dobbiamo capire per prima cosa com'era la battaglia nel cielo. Dieser Gedanke Krieg im Himmel ist ja auch merkwürdig, oder? Questo concetto, la guerra in cielo, è molto straordinario. Denn wenn wir an Himmel denken, woran denken wir normalerweise? Perché normalmente quando noi pensiamo al cielo, a che cosa pensiamo? An Engel auf Wolken? Sicuramente pensiamo ad angeli sulle nuvole. Und an ein Paradies? Al paradiso. Und an Wohlbefinden? Allo stare bene. Aber die Bibel sagt, però la Bibbia dice, es entstand ein Kampf im Himmel. Ci fu una battaglia in cielo. Battaglia. Kampf. Es gab einen Kampf im Himmel. Ci fu una battaglia in cielo. All das, was wir heute auf der Erde erleben, das hin und her, tutto quello che noi adesso viviamo sulla terra, qui e lì, begann nach der Bibel, iniziò secondo la Bibbia, im Himmel, nel cielo. Aber das griechische Wort, però la parola greca,
meint ist das griechische Wort polemia. È la polemia, polemia in greco. Das meint eine Polemik. Praticamente noi la conosciamo anche in italiano, essere polemico. La, Und in einer Polemik, da schlägt man sich nicht, oder? E in questo caso si ha proprio l'idea di litigare. In einer Polemik, da redet man miteinander. Sì, quando noi facciamo polemica vuol dire che noi discutiamo tra di noi. Man diskutiert. Sì, discutiamo. Man streitet sich. Praticamente si litiga. Man sagt, ich habe recht. Si dice, io ho ragione. Und dann sagt der andere, nein, dice l'altro, ich habe recht. Io ho ragione. Und dann sagt man, e poi si dice, nein, ich habe recht. No, l'altro risponde, sono io che ho ragione. Das ist eine Polemik. Questa è una polemica. Das heißt, der Krieg im Himmel, praticamente la guerra in cielo, war nicht wie Star Wars, non era praticamente come Star Wars, wo die Engel mit Lichtschwertern oder mit Laserschwertern gekämpft haben, come, praticamente dove gli angeli hanno combattuto con queste spade di laser. Der Krieg im Himmel hat etwas zu tun mit Ideen. La guerra nel cielo ha a che fare con idee. Und wie viele Parteien gibt es in diesem Krieg? E quante partizioni ci sono in questa guerra? Due, zwei. Due, zwei. Nur zwei. Soltanto due. Wie beim Fußball. Come praticamente una partita di calcio. Es gibt nur zwei Mannschaften. Ci sono soltanto due squadre. Entweder man ist eine Mannschaft. O si appartiene ad una. Oder man ist eine andere Mannschaft. Oppure ad un'altra. Es gibt nicht drei Mannschaften. Non ce ne sono tre, una di mezzo. Und so gibt es in diesem Krieg zwei Parteien. E per questo anche in questa battaglia ci sono due parti. Der eine ist der Drache. La prima è il dragone. Il dragone. Der Drache. Und wer ist der Drache? E chi è il dragone? Der Satan. Satana. Die andere Partei. L'altra parte. Ist Michael. È Michele. Wer ist Michael? Chi è Michele? Das ist die Frage. Questa è la domanda. Wir fragen die Bibel. Noi chiederemo alla Bibbia. Ich habe schon viele Theorien darüber gehört. Abbiamo già lui ha già sentito tantissime teorie su questa domanda. Wir spielen ein bisschen Detektiv. Noi praticamente Detektiv, also cercheremo di essere molto pragmatici. Und wollen verstehen, wer ist Michael? E vogliamo capire davvero chi è Michele. Wir lernen aus der Bibel. Noi impariamo dalla Bibbia. Dass Michael ein Erzengel ist. Che Michele è l'arcangelo. Wie viele Erzengel gibt es in der Bibel? Quanti arcangeli ci sono in cielo? Due, tre. Zwei, drei. Eins. Also, wenn ich die Bibel von 1. Mose. Quindi, se io leggo la Bibbia da Genesi 1. Bis Offenbarung. Fino ad Apocalisse. Durchlese, gibt es nur einen Erzengel. Se leggo, c'è scritto che ce n'è soltanto uno. Ich weiß, in der Tradition hat man noch andere Erzengel erfunden. Io so che nella tradizione si parla di molti altri angeli, arcangeli. Aber in der Bibel. Però nella Bibbia. Gibt es nur einen Erzengel? Ce n'è soltanto uno. Denn der Erzengel ist der, der über den Engeln ist. Perché l'arcangelo è colui che sta sopra tutti gli altri angeli. Sein Name ist Michael. Il suo nome è Michele. Aber was wird noch über den Erzengel gesagt? Ma che cosa viene ancora detto di questo arcangelo? Die Bibel sagt, wenn seine Stimme erschallt. La Bibbia dice quando si sente la sua voce, la voce d'arcangelo. Dann stehen die Toten in Christus auf. Allora risusciteranno i morti in Cristo. Also der Michael? Quindi Michele, Michele. Ist der Erzengel. È l'arcangelo. Und wenn der Erzengel ruft? E quando si sente la voce dell'arcangelo? Dann werden die Toten auferstehen. Allora risuscitano i morti. Wer ruft die Toten aus dem Grab? Allora chi è che chiama i morti dalla tomba? Die Bibel sagt, es ist der Sohn des Menschen. E la Bibbia dice è il figlio dell'uomo. Wenn die Menschen seine Stimme hören werden? Quando gli uomini sentiranno la sua voce? Dann werden alle, die in den Gräbern sind, auferstehen. Allora tutti coloro che si trovano nelle tombe resusciteranno. Und wer ist der Sohn des Menschen? E allora chi è il figlio dell'uomo? Jesus. Gesù. Das heißt Michael. Questo vuol dire che Michele. Der Erzengel. L'arcangelo. Der die Toten auferweckt. Quello che risveglia i morti, resuscita i morti. Ist Jesus. È Gesù. Jesus hat in der Bibel viele Namen. Gesù ha nella Bibbia tantissimi nomi. Er heißt Immanuel. Si chiama Emanuele. Shiloh. Si chiama Shiloh. Shiloh. Er heißt Zebaoth. Si chiama anche il re degli eserciti. Und viele andere Namen. E molti altri nomi. Und einer seiner Namen. E uno di questi nomi. Ist Michael. È Michele. Denn Michael. Perché Michele. Hat eine interessante Bedeutung. Ha un significato molto particolare. Die Bedeutung ist. Il significato è. Wer ist wie Gott? Chi è come Dio? Jesus. Gesù.
ist wie Gott. È come Dio. Denn die Bibel sagt, er ist Gott. Perché la Bibbia dice che lui è Dio. Deswegen kann auch kein anderer Engel Erzengel sein. Per questo non può essere nessun altro arcangelo arcangelo. Weder Gabriel noch Uriel. Neanche Gabriele o Uriel. Denn Gabriel ist nicht Gott. Perché Gabriele non è Dio. Und Uriel ist nicht Gott. E Uriel non è neanche Dio. Aber Michael ist Gott. Però Michele è Dio. Denn er ist wie Gott. Perché lui è come Dio. Und Satan, der gegen Michael gekämpft hat, e Satana che lotta contro Michele, hatte offensichtlich ein Problem damit, dass Jesus so war wie Gott. Aveva proprio questo problema. Gesù era come Dio. Welche Frage müsste man sich jetzt stellen? Quale domanda ci si dovrebbe porre a questo punto? Wie ist Gott? Com'è Dio? Denn wenn Jesus wie Gott ist, perché se Gesù è come Dio, wenn ich sage, Paul ist wie Markus, se io dico Paul è come Marco, dann musst du mich fragen, wie ist Markus? Allora mi devo chiedere, ma com'è Marco? Dann weiß ich auch, wie Paul ist. Allora poi so anche come Paolo. Also wenn Jesus wie Gott ist, quindi se Gesù è come Dio, dann musst du mich fragen, wie ist Gott? Allora mi devo chiedere com'è Dio. Also wie ist Gott? Quindi com'è Dio? Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Dio è amore. Gott ist Liebe. Wenn Gott die Liebe ist, dann ist Jesus. Se Dio è amore, allora Gesù è. Amore. Amore. Wenn Satan gegen Jesus kämpft, se Satan ha combattuto contro Gesù, dann kämpft er auch gegen die. Allora lotta anche contro. Gegen die Liebe. Contro l'amore. Welche Frage muss ich mich jetzt stellen? Quale domanda adesso mi devo chiedere? Welche Frage muss ich mir stellen? Quale domanda mi devo porre adesso? Was ist Liebe? Che cos'è l'amore? Heute verstehen alle Menschen ganz verschiedene Dinge von Liebe. Adesso ognuno dà la propria interpretazione di amore. Manche, lass mir das Thema. Okay, lasciamo perdere questo tema, sarebbe troppo. Aber das Wort Liebe kann alles Mögliche bedeuten, oder? Però la parola amore potrebbe significare tantissime cose. Ist Liebe ein Gefühl in der Magengegend? È praticamente un sentimento che si sente nello stomaco? Oder ist Liebe meine Hormone als Mann? Oppure sono praticamente gli ormoni come uomo? Oder romantische Empfindung? O sono praticamente il romanticismo? Ich weiß, die Italiener sind sehr romantisch. Lui sa che gli italiani sono molto romantici. Aber was ist Liebe in der Bibel? Ma che cos'è l'amore nella Bibbia? Die Bibel sagt uns. La Bibbia dice. Die Liebe ist. L'amore. Die Erfüllung des Gesetzes. È l'adempimento della legge. Jetzt werden Sie vielleicht sagen. Adesso uno si potrebbe chiedere. Das ist ja komisch. E questo è strano. Wenn ich an Liebe denke. Se io penso all'amore. Denke ich ganz und gar nicht an das Gesetz. Non penso proprio alla legge. Das ist ja so kalt. E sarebbe molto fredda. Aber in Wirklichkeit. Ma in realtà. Ist das Gesetz Gottes. La legge di Dio. Eine Beschreibung seiner Liebe. È una descrizione del suo amore. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Jesus sagt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Maestro. Qual è nella legge il gran comandamento? Und Jesus sprach zu ihm. E Gesù gli disse. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Und dann geht es weiter. E poi continua. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. E tu devi amare il tuo prossimo come te stesso. Das ist die Zusammenfassung der Gebote Gottes. Questa è la sintesi dei comandamenti di Dio. Also Satan. Quindi Satana. Kämpft gegen Jesus. Lotta contro Gesù. Jesus heißt Michael. Gesù si chiama Michele. Das heißt, er ist wie Gott. E che vuol dire è come Dio. Satan kämpft gegen Gottes Charakter. Quindi Satana combatte contro il carattere di Dio. Gottes Charakter ist Liebe. Il carattere di Dio è amore. Satan kämpft gegen die. Satana lotta contro. Liebe. L'amore. Aber Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Ma l'amore è l'adempimento della legge. Also kämpft Satan gegen? E quindi Satana lotta contro? Das Gesetz Gottes. La legge di Dio. Das ist das Fundament. Questo è il fondamento. Des großen Kampfes. Di tutto il gran conflitto. Im Himmel? Nel cielo? Und auf Erden. E anche sulla terra. Wie kam es dazu? Come si è giunto tutto questo? Come si è giunta la guerra? Wie kam es zu diesem Krieg? Perché siamo arrivati a questa guerra? Hat Gott diesen Satan so geschaffen? Dio ha creato Satana proprio così? Nein. No. Die Bibel sagt in Jesaja 14.
In Isaia 14 la Bibbia dice: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Und in der lateinischen Vulgata in latino steht richtigerweise c'è scritto Lucifero, der Träger des Lichts, il portatore di luce. Gott schuf einen Lichtengel. Gesù creò un angelo portatore di luce. Und der fiel vom Himmel. È lui che è caduto dal cielo. Weil etwas mit ihm passiert ist. Perché è successo qualche cosa? Was ist mit ihm passiert? Che cosa è successo? Erinnern wir uns, der Kampf war ja ein Kampf von Ideen. Noi ci dobbiamo ricordare, la lotta era una lotta di idee. Und was war die Idee von Satan? E qual era l'idea di Satana? Oder von Lucifer zuerst mal. O di Lucifero, allora si chiamava Lucifero. Lesen wir, was in seinem Herzen war. Leggiamo che cosa c'era nel suo cuore. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. E tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Io salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Was ist das entscheidende Wort in dieser Passage? Qual è la parola più importante in questo passaggio? Io. Io. Ich. Ich. Ich will hinauf. Io voglio salire. Ich will mich erhöhen. Io mi voglio alzare, innalzare. Ich will eine höhere Position. Io voglio una posizione ancora più alta. Das Herz des Satanismus. Il cuore del satanismo. Ist io. È ich. Ich. Io. Ich. Io. Und jetzt verstehen wir vielleicht, e adesso forse capiamo, dass dieser Kampf auch in unserem Leben tobt. Che questa lotta succede anche nel nostro cuore, nella nostra vita. Denn wie oft sind wir versucht zu sagen ich? Perché quanto spesso noi siamo proprio provati e diciamo io. Ich will höher sein. Io voglio diventare più alto, più importante. Ich will berühmter sein. Io voglio essere più famoso. Ich. Io. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Dass auf der anderen Seite des Kampfes. Che dall'altra parte della lotta. Jesus auch eine Idee hat. Anche Gesù aveva una idea. Seine Idee ist nicht ich. La sua idea non è io. Philipper 2 heißt es. In Filippesi 2 c'è scritto. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Es geht also um sein Denken. Quindi praticamente si parla del suo modo di pensare. Wie hat er gedacht? Come ha pensato Gesù? Der, als er in der Gestalt Gottes war. Il quale, pur essendo in forma di Dio. Es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Ma si spogliò di se stesso, prendendo la forma di servo e divenne simile agli uomini. Sein Gedanke war nicht ich hinauf. Il principio di Satana era io sempre più in alto. Sein Gedanke war ich steige hinab. Il pensiero di Gesù era io scendo, io mi abbasso. Es gibt nur zwei Prinzipien auf dieser Welt. Ci sono soltanto due principi in questo mondo. Entweder wir sind bereit, uns zu erniedrigen. Noi siamo pronti a spogliarci di noi stessi, ad abbassarci. Zugunsten von anderen. Per servire, per essere di aiuto agli altri. Oder wir erhöhen uns selbst. Oppure noi ci alziamo, ci innalziamo. Auf Kosten von anderen. A discapito degli altri. Das sind die beiden Seiten im Krieg. Questi due sono i due aspetti della guerra. Und dieser Krieg geht durch alle Weltanschauungen und durch alle Religionen mitten hindurch. E questa guerra la troviamo dappertutto in tutte le guerre religiose in questo mondo. Und manchmal geht er sogar mitten durch unser Herz. E qualche volta la troviamo la stessa guerra precisamente nel nostro cuore. Satan war ein Geschöpf. Satana era una creatura. Und wollte sein wie Gott. E voleva essere come Dio. Jesus war Gott. Dio era, Gesù era Dio. Und wurde ein Geschöpf. Ed è diventato come l'uomo una creatura. Und zwischen diesen beiden Prinzipien gibt es keinen Mittelweg. E tra questi due principi non esiste una via di mezzo. Und du und ich, wir müssen uns fragen, auf welcher Seite stehe ich? E io e te ci dobbiamo chiedere da quale parte sono io. Ich frage nicht, in welche Kirche gehe ich. Io non mi chiedo in quale chiesa vado. Oder welche Weltanschauung habe ich. Oppure quale visione del mondo. Denn egal, was ich sonst über das Leben denke. Perché non importa che cosa penso sulla
vita. Jeder von uns lebt nach einem der beiden Prinzipien. Ognuno di noi vive secondo uno dei due principi. Gehen wir weiter. Andiamo avanti. Es heißt weiter, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Satan kämpft gegen das Gesetz. Satana lotta contro la legge. Jesus war gehorsam. Gesù era ubbidiente. Selbst wenn er auf sein eigenes Recht verzichten müsste. Anche se doveva rinunciare al suo diritto. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind. E se noi siamo veramente molto sinceri. Und all das Böse in der Welt zurückverfolgen an die Wurzel. E noi praticamente andiamo indietro cercando di trovare le radici del male del mondo. Dann steht am Ende immer irgendjemand. C'è sempre alla fine qualcuno. Der sagt ich. Che dice io. Ich will mich sexuell befriedigen, deswegen vergewaltige ich das Kind. Io mi voglio soddisfare sessualmente, per questo vado a violentare qualcuno. Ich will Geld verdienen, deswegen zetten wir einen Krieg an in Arabien. Io voglio guadagnare tanto denaro, per questo inizio la guerra in Arabia. Ich glaube, ich muss berühmt sein, deswegen muss ich dem anderen etwas Schädliches antun. Per questo, e poi io penso anche, io voglio diventare sempre più famoso, per questo vado a danneggiare. Und vielleicht haben wir auch schon so gedacht. E forse abbiamo pensato anche noi, proprio noi, la stessa cosa. Ich. Io. Wie steht es mit Ihnen heute Abend? Questo la riguarda anche, ti riguarda anche oggi personalmente. Auf welcher Seite stehen Sie? Da quale parte sei tu? Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Dass Gott. Che Dio. Traurig ist. È triste. Er stimmt ein Klagelied an. Lui inizia un lamento. Wann singt man ein Klagelied? Quando si canta un canto di lamento. Wenn man traurig ist, oder? Quando si è triste, giusto? Wenn Gott in der Bibel über Satan spricht. Se quando Gesù, Dio, parla di Satana nella Bibbia. Dann ist er den Tränen nahe. Lui è vicino quasi alle lacrime. Gott weint im Himmel. Gesù, Dio, piange nel cielo. Wenn er darüber nachdenkt, wie Lucifer gefallen ist. E quando pensa a Lucifero, a come lui è caduto. Er sagt, oh du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Dice, o tu che mettevi il sigillo, la perfezione, ripieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Mit anderen Worten, du warst vollkommen. Praticamente tu eri perfetto. Lucifer war ein vollkommener Engel, genauso gut wie alle anderen auch. Lucifero era un angelo perfetto, buono come tutti gli altri angeli. Die Bibel sagt, dass er geschaffen worden ist. La Bibbia c'è scritto che è stato creato. Und die Bibel sagt. E la Bibbia dice anche. Er war ein gesalbter, schützender Cherub. Lui era un protettore, un cherubino. Was bedeutet das? Che cosa vuol dire un protettore, un cherubino? Schauen wir ganz kurz einen anderen Text an. Andiamo a vedere un altro testo, molto velocemente. Die Bibel sagt uns, dass vielleicht haben Sie etwas von dem Heiligtum gehört. Forse avete sentito già parlare del santuario. Das Heiligtum im Alten Testament. Praticamente nell'Antico Testamento il santuario. War wie eine Modelleisenbahn. Era praticamente un modello. In einer Modelleisenbahn kann man sehen, wie das Original ist. E praticamente in questo modello si può vedere come l'originale. Die Bäume sind zwar aus Pappmaché. Praticamente in un modello, quando facciamo un modellino, si è fatto di carta, di aber plastica. Man versteht, dass es einen wirklichen Baum darstellen soll. Però si capisce che questo si riferisce ad un vero edificio. Und genauso war auch das Heiligtum. E la stessa cosa per quanto riguarda il santuario. Der Tempel Gottes. Il tempio di Dio. Dort gab es zwei Engel aus Gold. C'erano due angeli fatti di oro. Und sie wurden genannt. E loro erano chiamati. Die schützenden Cherubim. I protettori, i cherubini protettori. Sie hatten ihre Flügel ausgebreitet. Loro avevano praticamente disteso le loro ali. Über der Bundeslade. Sopra l'arca del patto. In der das Gesetz Gottes war. Dove c'era la legge di Dio. Mit anderen Worten, sie sollten das Gesetz Gottes beschützen. Praticamente loro dovevano proteggere la legge di Dio. Und das war direkt am Thron Gottes. E questo era direttamente davanti al trono di Dio. Und Gott sagt, Satan, du warst einmal ein schützender Cherub am Thron Gottes.
E Gesù dice: Satana, tu eri un cherubino protettore, eri alla presenza di Dio, al trono di Dio. Du warst in meiner direkten Gegenwart, du warst mein Nachbar. Tu eri praticamente il mio vicino di casa, era la mia presenza. Du solltest das Gesetz Gottes beschützen. Tu avresti dovuto proteggere la legge. Und du bist derjenige, der die Sünde erfunden hat. Ma tu sei quello che ha creato il peccato. Die Bibel sagt, du warst vollkommen in deinen Wegen. La Bibbia dice, tu eri perfetto nelle tue vie. Bis Sünde in dir gefunden wurde. Fino a che non si trovò in te la perversità. Was ist Sünde? Che cos'è il peccato? Die Bibel ist sehr einfach. La Bibbia è molto semplice. Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Il peccato è la violazione della legge. Und jede Ungerechtigkeit. Ogni ingiustizia è peccato. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Ogni ingiustizia è peccato. Jede Ungerechtigkeit auf dieser Welt geht letztendlich zurück auf die Übertretung des Gesetzes Gottes. Ogni ingiustizia in questo mondo si può riportare alla violazione della legge di Dio. Und jede Sünde hat ungerechte Folgen. E ogni peccato ha conseguenze ingiuste. Mit anderen Worten, praticamente in altre parole, wenn Gott nur gerechte Folgen zulassen würde, se Gesù potesse lasciare soltanto le conseguenze giuste, dann wäre die Sünde nicht mehr die Sünde. Allora non sarebbe più peccato peccato. Denn die Sünde ist ungerecht. Perché il peccato è ingiusto. Wann immer wir das Gesetz Gottes übertreten, tutte le volte che noi violiamo la legge di Dio, wird ein anderer auch leiden. Anche qualcun altro soffrirà per questo. Weil das Prinzip der Sünde ist ich. Perché il principio del peccato è io. Auf Kosten der anderen. A causa ai costi dell'altro. Könnte es sein, dass das Problem, warum das Böse in der Welt da ist, potrebbe essere il problema del male del mondo, nicht daran liegt, dass Gott nicht in der Lage ist, das zu klären. Non perché, nicht daran liegt das. Dass Gott das klären kann und aufheben kann. Non perché, non che Dio possa spiegarlo. Sondern, dass du und ich uns entscheiden zu sündigen. Ok, non perché Dio è responsabile, ma perché io e tu abbiamo deciso di peccare. Und dann sagt die Bibel. E poi dice la Bibbia. Dass durch deine vielen Handelsgeschäfte. Che attraverso l'abbondanza del tuo commercio. Er sein Inneres mit Frevel erfüllt hat. Lui si è riempito di peccato, di violenza. Und er sich überhoben hat. E si è insuperbito. Weswegen? Per questo. Per la tua bellezza. Wegen seiner Schönheit. A causa della tua bellezza. Der schimmernde Cherub. Il più bel cherubino. Vielleicht können wir zwei schwimmende Cherub hier darstellen. Noi praticamente rappresentiamo adesso i due cherubini sull'arca. Komm mit runter. Veniamo giù. Nehmen wir an, das ist die Bundeslade. Ok, facciamo finta che questa è l'arca del patto. Und unter der Bundeslade. E sotto l'arca del patto. Ist das Gesetz Gottes. C'è praticamente la legge di Dio. Nehmen wir an, das ist das Gesetz Gottes. Mettiamo il caso che questa qui sia proprio siano le tavole della legge. Es war in der Bundeslade. Era praticamente nell'arca. Und auf der Bundeslade. E sull'arca. War der Thron Gottes. C'era il trono di Dio. Und die beiden schimmenden Cherubim. E i due cherubini. Sollten beschützen. Dovevano proteggere. Und sie sollten mit ihren Augen. E dovevano con i loro occhi. Nach unten schauen. Guardare giù. Worauf sollten sie schauen? Dove dovevano guardare? Auf das Gesetz. Alla legge. Aber die Bibel sagt. Però la Bibbia dice. Dass Satan sich erhoben hat wegen seiner. Che Satana si è insuperbito a causa. Schönheit. Della bellezza. Jetzt woher erkenne ich meine Schönheit? Allora io da dove riconosco di essere bello? Wenn ich auf das Gesetz schaue. Se io guardo alla legge. Oder wenn ich auf mich schaue. O se io guardo a me stesso. Was passiert es am Thron Gottes? Che cosa succede al trono di Dio? Satana fing an zu denken. Iniziò a pensare. Warum muss ich immer auf das Gesetz Gottes schauen? Perché devo guardare sempre alla legge di Dio? Ich bin selbst so schön. Io sono così bello. Ich bin so toll. Io sono stupendo. Ich bin vielleicht besser als die anderen Engel. Io sono forse anche migliore degli altri angeli. Als er seine Augen vom Gesetz Gottes hinwegnahm. Nel momento in cui lui ha distolto gli occhi dalla legge di Dio. Und auf sich selbst geschaut hat. E ha guardato se stesso. Da begann der Kampf im Himmel. Allora iniziò la guerra nel cielo. Und genau das ist das Problem. E proprio questo è il problema. Die Bibel sagt, dass er Handelsgeschäfte getrieben hat. La Bibbia c'è scritto che lui ha iniziato un grande commercio. Hat er eine Würstchenbude im Himmel gehabt und Handel getrieben?
Cioè, vuol dire che aveva quasi una bancarella, un commercio e ha iniziato a contrattare? Nein. No. Handel treibt man, indem man etwas weitergibt, was man schon hat. Questo commerciare vuol dire avere, dare qualche cosa all'altro che tu hai già. Das heißt, er fing an, seine Idee weiter zu verkaufen. Lui praticamente ha iniziato a vendere le sue idee. Gibt es dieses Sprichwort im Italienischen auch, ich kaufe dir das nicht ab? Non proprio. Nee, okay, nicht, nicht wirklich. Es gibt, c'è un... Nein, das, 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 egal. Okay. Das heißt, er hat diese Ideen weitergegeben. Praticamente lui ha dato questa idea, l'ha portata agli altri, avanti. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, dass er mit seinem Schwanz den dritten Teil der Sterne mit sich gezogen hat. Che con la sua coda trascinava la terza parte delle stelle dal cielo e la scagliò sulla terra. Sterne stehen in der Bibel für Engel. Le stelle nel cielo rappresentano angeli. Das heißt, ein Drittel aller Engel. Questo vuol dire che un terzo di tutti gli angeli hat diesem Satan geglaubt. Ha creduto a Satana. Wenn wir alle Engel wären im Himmel, se noi fossimo praticamente tutti gli angeli nel cielo qui presenti, und wir durchzählen würden, e noi praticamente ci contassimo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jeder dritte von uns hätte gesagt, ja, das was Lucifer sagt, klingt ganz gut. Ogni terza persona potrebbe dire, sì, quello che dice Satana effettivamente è giusto. Vielleicht brauchen wir kein Gesetz. Forse non abbiamo bisogno di nessuna legge. Vielleicht brauchen wir gar nicht Gott. Forse non abbiamo proprio bisogno di Dio. Wir sind ganz selbst ganz toll. Noi siamo da soli veramente bravi, belli. Warum muss Gott uns alles vorschreiben? Perché ci deve dire tutto Dio quello che dobbiamo fare? Wir sind gut in uns selbst. Noi siamo bravi noi stessi, siamo buoni. Das hat ihn erzählt. È questo che lui ha raccontato. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, der Schwanz ist der Lügenprophet. La menzogna è la coda. È il profeta che dice la menzogna. La coda è il profeta che dice la menzogna. Die Bibel sagt nicht, dass der Lügner der Schwanz ist. Questo non vuol dire che praticamente la coda è la menzogna, sondern der Lügenprophet. Ma il profeta che dice la menzogna, che dice la bugia, che mentisce. Was ist ein Prophet? Che cos'è un profeta? Jemand, der für Gott spricht, oder? Qualcuno che parla da parte di Dio. Aber ein Lügenprophet. Però un profeta bugiardo. Ist jemand, der etwas Falsches sagt. È qualcuno che dice qualcosa di sbagliato. Und immer noch so tut, als ob er für Gott wäre. Però fa sembrare che questo venga da Dio. Satan. Satana. Kämpft nicht nur offen gegen Gott. Non lotta soltanto apertamente contro Dio. Ganz oft kämpft er gegen Gott. Molto spesso lui lotta contro Dio. Und wirkt dabei ganz christlich. Però sembra molto cristiano. Nicht alles, was sich christlich nennt. Non tutto quello che si chiama cristiano. Oder religiös. O religioso. Ist notwendigerweise auch wirklich von Gott. Effettivamente di provenienza divina. Denn mit dem Schwanz hat er ein Drittel der Engel mitgezogen. Perché con la coda lui ha tirato giù una dritta, la terza parte degli angeli. Und der Schwanz steht für einen Lügenpropheten. E la coda sta per un profeta che dice la menzogna. Da kommen wir zur letzten Frage des heutigen Abends. E quindi arriviamo all'ultima domanda di questa sera. Warum wurde Satan nicht gleich vernichtet? Perché Satana non è stato eliminato subito? Wir haben gelesen, noi abbiamo letto, dass ein Feind das Unkraut gesät hat. Che un nemico ha fatto questo. Und die Frage der Jünger war dann am Ende. E la domanda dei giovani, dei servi, alla fine era. Willst du nun, dass wir hingehen und es auch zusammenlesen? Vuoi che noi, i servi gli dissero, vuoi che noi andiamo a coglierla? Wenn wir jetzt verstanden haben, se noi adesso abbiamo capito, wo das Böse liegt, praticamente dove si trova il peccato, Gott, il male, reiß es einfach raus. Dio, praticamente togliamolo di mezzo. Warum konntest du den Satan nicht einfach gleich vernichten? Perché non hai potuto eliminare subito Satana? Als er da angefangen hat mit der Sünde. Appena lui ha iniziato a peccare. Einfach im himmlischen Untersuchungsgericht. Semplicemente quando c'è stato il giudizio, subito. Wäre das nicht einfach gewesen? Non sarebbe stato più facile? Hier ist was Jesus sagt. Questo è quello che dice Gesù. Nein. No. Damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich den Weizen ausreißt. Affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. In Palestina sieht das gibt es eine bestimmte Form von Weizen. In Palestina c'è una particolare Korn, Weizen. Sì, grano. Das ein Unkraut ist, was
fast genauso aussieht wie der echte Weizen. Il cui praticamente la cui patente di zanne, quindi il corrispettivo non buono, sono molto molto simili. Es sieht fast genauso aus. Sembrano quasi identici. Und man kann es nicht erkennen, bis es sich fast ausgereift hat. E praticamente uno non li può riconoscere qual è il buon grano dal cattivo grano fino a quando non sono cresciuti completamente, non sono diventati maturi. Jesus sagt? Gesù dice: Lass es sich ausreifen. Lasciate che essi maturino. Denn wenn man es am Anfang Perché se noi li togliamo all'inizio. Ausreicht würden es viele nicht verstehen. Molto. Würden es viele nicht verstehen. Non avremmo molti non avrebbero capito se già all'inizio Gesù avesse tolto il male. Ich möchte das kurz erklären. Praticamente ve lo voglio spiegare meglio. Nehmen wir an. Mettiamo al caso. Irgendjemand steht jetzt auf. Qualcuno adesso si alza. Und sagt, Christopher Crump ist ein Mörder. E dice, Christopher Crump è un omicida. Und dann sage ich. Bitte verlassen Sie den Raum. E lui dice, e lei, lasci subito l'aula. Keine weitere Diskussion. Non ne discutiamo neanche. Lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Non ritorni mai più in questa sala. Was würden Sie denken? Che cosa pensereste voi? Vielleicht habe ich was zu verbergen, oder? Forse ho qualche cosa da nascondere, giusto? Zumindest würden Sie anfangen in Ihrem Kopf zu denken, vielleicht ist da was Wahres dran. Almeno iniziereste a pensare, forse quello lì ci aveva ragione. Denn obwohl Sünde von einer Person erfunden wurde, perché nonostante il fatto che è vero che il peccato è stato creato da una persona, ist Sünde ein Gedanke. Il peccato è un pensiero. Wie ein Virus, der sich ausbreitet. È quasi come un virus che si diffonde. Und wenn Gott die Sünde ausrotten will, e praticamente se Gesù vuole togliere Dio il virus, muss il peccato, Denken ausrotten. Deve ordinare ed eliminare questo pensiero. Und Gott arbeitet seit Jahrtausenden ziemlich hart daran. Dio lavora su questo punto da anni, millenni. Aber Gott kann nicht einfach mit Gewalt jemanden ausrotten. Però Dio non può semplicemente con la violenza eliminare qualcuno. Denn was hätten wohl die Engel gesagt, wenn Satan erschossen worden wäre? Perché cosa avrebbero pensato gli angeli, cosa avrebbero detto se semplicemente Satana fosse stato sparato? Sie hätten gesagt, okay Gott. Avrebbero detto, okay Dio. Wir lieben dich. Noi ti amiamo. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Veramente di cuore. Wir sind dir gehorsam. Noi ti siamo ubbidienti. Aber nicht nur aus Liebe. Ma non veramente. Sondern nur noch aus Angst. Per l'amore che abbiamo per te, ma solo per la paura. Weil das, was Satan gemacht hat im Himmel. Perché quello che ha fatto Satana nel cielo. Sah so ungefährlich aus. Sembrava così non pericoloso, poco pericoloso. Weiter. Die Bibel sagt am Ende, La Bibbia dice alla fine, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Che Dio è venuto per eliminare, distruggere le opere del diavolo. Und Satan wusste das. E Satana sapeva questo. Und als Jesus geboren wurde, e quando Gesù è nato, wollte er ihn verschlingen. Lui lo voleva eliminare. Wir sehen in der Bibel, dass als er geboren wurde, ein Gebot erging, dass alle Knaben in Bethlehem getötet werden sollten. Noi vediamo nella Bibbia che proprio quando Gesù nacque ci fu un decreto che disse che tutti i neonati dovevano essere sterminati. Aber Satan hatte keinen Erfolg. Ma Satana non riuscì ad avere successo. Also versuchte er es auf seinem eigenen Gebiet. E quindi cercò di fare la stessa cosa nel suo ambito. Mit einer Versuchung. Grazie ad una tentazione. Mit drei Versuchungen. Veramente sono tre le tentazioni. Denn alles, was er wollte, perché tutto quello che lui voleva, war diesen Jesus zum Sündigen zu bringen. Era quello di portare Gesù al peccato, a peccare. Auf seine Seite zu bringen. Portarlo dalla sua parte. Dort in der Wüste. Lì nel deserto. Fand der große Kampf noch einmal statt. Iniziò praticamente nuovamente il gran conflitto, il conflitto, la guerra. Und er sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. E lui gli disse, Satana Gesù, se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Und Jesus hat auf alle drei Versuchungen mit einer Formulierung geantwortet. E Gesù a tutte e tre le tentazioni ha risposto con una semplice formula, frase. Es steht geschrieben. È scritto. È scritto. Es steht geschrieben. Das, was Satan falsch gemacht hatte, quello che Satana ha fatto in maniera sbagliata, il peccato, als er sich vom Gesetz Gottes entfernt hat, quando nel momento in cui lui si è allontanato dalla legge di Dio, hat Jesus wieder richtig gemacht, indem er gesagt hat, es steht geschrieben. Gesù l'ha compiuto nella maniera giusta dicendo, è scritto. In der zweiten Versuchung, nella seconda tentazione, Vers 5,
passiert genau das Gleiche. Succede esattamente la stessa cosa. Jesus soll sich hinabstürzen. E Gesù praticamente è stato portato in un monte, Aber Jesus sagt, aber Jesus sagt erneut. Però Gesù dice nuovamente. Es steht geschrieben. È scritto. Und in der dritten Versuchung. E nella terza tentazione. Da kommt Satan mit dem heraus, was er eigentlich die ganze Zeit vorhatte. Praticamente è arrivato Satana al punto che aspettava più di tutti. Wenn du vor mir niederfällst. Se tu ti inginocchi davanti a me. Wenn du mich nur einmal anbetest. Se tu soltanto una volta mi adori. Ich will auch so sein wie Gott. Anch'io sarò come Dio. Und ich gebe dir die ganze Welt, für die du gekommen bist, um sie zu retten. E io ti darò tutto il mondo. Ich gebe sie dir sofort. Io te lo do subito. Ohne Kampf. Senza neanche combattere. Lass uns aufhören zu kämpfen. Basta, non combattiamo più. Ich gebe dir den Siegespreis. Io ti do praticamente già la vittoria. Bitte bete mich an. Per favore. Inginocchiati e adorami. Denn er wusste, wenn Jesus niederkniet, perché lui sapeva se Gesù si fosse inginocchiato, hätte Satan für immer gewonnen. Per sempre Satana avrebbe vinto. Unser alles Schicksal hing an diesen Sekunden im Staub in Juda. Tutto quello che ci riguarda si concentra in questo momento. Aber Jesus sagt, ma Gesù dice, è scritto. Sta scritto. Sta scritto. Oppure es è scritto. Geschrieben. È scritto. Und Jesus blieb bei seiner Treue zu Gott. E Gesù è rimasto fedele. Jesus war bereit, sich zu erniedrigen für die Menschen. Gesù è stato pronto ad abbassarsi, ad umiliarsi per gli uomini. Und nicht an sich selbst zu denken. E non a pensare a se stesso. Wenn er an sich selbst gedacht hätte. Se lui avesse pensato a se stesso. Hätte er gesagt, okay, ich nehme die Welt ohne zu sterben. Avrebbe detto sì, sì, io voglio prendere il mondo senza morire. Aber er dachte nicht an sich selbst. Però non ha pensato a se stesso. Er dachte an dich. Ha pensato a te. Und das macht den Unterschied aus im großen Kampf. È questo che fa la differenza nel gran conflitto. Denke ich ich? Penso io io? Oder denke ich du? O io penso tu. Gott und Jesus denken du. Dio e Gesù dicono e pensano tu. Ich möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen. Io voglio raccontare come conclusione una storia. Es war im Vietnamkrieg. È successa nella guerra del Vietnam. Ein amerikanischer Soldat. Ci fu un soldato americano. Der Christ war. Che era cristiano. Las jeden Tag in der Ausbildung zum Krieg seine Bibel. E tutte le volte mentre lui durante la guerra leggeva la Bibbia. Jetzt die US-Armee ist kein Platz für weiche Jungs. Praticamente l'esercito dell'USA, degli Stati Uniti, non è un posto per i deboli. Da sind viele starke Jungs. Sono tutti molto forti. Und böse Jungs. E sono anche arrabbiati, sono cruenti. Und die haben sich lustig gemacht über diesen jungen Christen. E loro hanno deriso questo cristiano, giovane cristiano. Du liest die Bibel? Tu leggi la Bibbia. Werd erwachsen. Ma cresci un po'. Das ist ja lächerlich. Ma è da deridere, è proprio fa ridere. Einige von diesen Soldaten waren ehemalige Verbrecher. Alcuni di questi soldati erano stati dei trasgressori della legge. Und sie wurden gewalttätig. E loro erano violenti. Sie haben ihn angespuckt. E loro lo hanno sputato. Und sie haben ihm irgendwann gesagt. E un giorno gli hanno anche detto. Wenn du weiter in deiner Bibel liest. Se tu continui a leggere nella tua Bibbia. Dann schießen wir dir in den Rücken. Allora noi ti spareremo alle spalle. Im Krieg. Proprio durante la guerra. Keiner wird's merken. Nella guerra nessuno lo noterà. Aber er hat weitergelesen. Però lui ha continuato a leggere la Bibbia. Jeden Tag. Ogni giorno. Er wollte nicht ohne seine Bibel sein. Lui non voleva lasciare la Bibbia, non voleva essere da solo senza la Bibbia. Der Tag des Kampfes kam. Arrivò il giorno della guerra. Sie waren im vietnamesischen Dschungel. E lui praticamente erano nella giungla del Vietnam. Und haben mit ihren Maschinengewehren geschossen. E hanno iniziato a sparare. Und auf einmal. E ad un certo punto. Haben die Vietnamesen so scharf geschossen? I vietnamiti hanno sparato così in maniera intensa. Dass sie diesen jungen Christen getroffen haben. Che hanno colpito questo cristiano. Und aufgrund der Druckwelle. E a causa della pressione. Ist er meterweit in den Dschungel hineingeflogen. E
è saltato metri all'indietro. Das ist eine wahre Geschichte. Questo è successo veramente, una storia vera. Selbst die anderen Soldaten haben sich erschrocken. E anche gli altri soldati si sono spaventati. Haben dann weiter geschossen. Hanno continuato a sparare. Wenige Minuten später war das Gefecht vorbei. Alcuni minuti dopo tutto questo combattimento si concluse. Und die Soldaten haben jetzt diesen jungen Mann gesucht. E i soldati hanno iniziato a cercare questo giovane. Und wie die Geschichten so gehen? E come dice la storia? Der junge Mann stand questo, auf. Questo giovane si alzò. Er hat überhaupt nicht geblutet. Er hat gar nicht geblutet. Non perdeva per niente sangue. Und die anderen Soldaten haben ihn angeschaut. E gli altri l'hanno guardato. Und haben gesagt, du müsstest tot sein. E hanno detto, scusami, ma tu non dovevi essere morto. Du bist meter weit in den Dschungel geflogen. Tu sei saltato metri all'indietro. Du musst hier am Herzen getroffen sein. Tu dovresti essere colpito direttamente al cuore. Und dieser junge Mann war wahrscheinlich auch selbst erschrocken. E sicuramente anche questo giovane cristiano era un pochino spaventato, scioccato. Aber hat gelächelt. Ma er hat gelächelt. Ha sorriso. Und er nahm aus seiner Brusttasche. E prese dalla tasca. Eine Bibel. Della sua armatura una Bibbia. Seine Bibel. La sua Bibbia. Die er jeden Tag gelesen hat. Che tutti i giorni ha letto. Und sie wollten wissen, wo ist die Kugel? E loro volevano sapere, ma dov'è la pallottola? Wo liegt die Kugel begraben in der Bibel? Dove si trova la Bibbia, la pallottola nella Bibbia? Sie haben die Kugel gesucht. E hanno cercato la pallottola. Und sie haben sie gefunden im Buch der Psalmen. E l'hanno trovata nel libro dei Salmi. Ist eine wahre Geschichte. È successo veramente. Die Kugel war genau in Psalm 91. E la pallottola era esattamente nel Salmo 91. Aber nicht irgendwo in Psalm 91. Ma non in un punto qualsiasi del Salmo 91. Die Kugel steckte in Psalm 91, Vers 7. Si trovava nel Salmo 91, il versetto 7. Und in Psalm 91, Vers 7 steht. E che cosa dice il Salmo 91, versetto 7? Ob 1000 fallen zu deiner Seite. 1000 cadranno al tuo fianco. Und 10.000 seiner Rechten. E 10.000 alla tua destra. So wird es doch dich nicht treffen. Ma te non ti si accosterà nulla. Die Kugel kam ziemlich nah, nicht wahr? È vero, la pallottola arrivò molto vicino. Aber die Kugel hat ihn nicht getroffen. Ma non l'ha colpita. Lieber Freund. Caro amico. Wir alle sind im Krieg. Noi tutti quanti siamo in guerra. Satan kämpft noch präziser als jeder vietnamesische Soldat. Satana lotta ed è ancora più preciso di tutti i soldati vietnamiti. Und er hat ein Ziel. E ha uno scopo. Dein Herz. Il tuo cuore. Dein Denken. Il tuo modo di pensare. Und manchmal. E qualche volta. Kann uns die Attacke Satans umwerfen. Gli attacchi di Satana ci possono portare all'indietro, ci possono spingere all'indietro. Aber die Frage ist, però la domanda è: ist dein Herz beschützt? È il tuo cuore è protetto? Stehst du auf der richtigen Seite im Krieg? Ti trovi tu dalla giusta parte della guerra? Hast du dich für die richtige Seite entschieden? Ti sei deciso per la giusta parte? Jeder von uns hat eine Wahl. Ognuno di noi ha una scelta. Entweder wir folgen den Prinzipien Satans. O noi seguiamo i principi di Satana. Im ich. Dicendo io. Oder wir folgen den Prinzipien Jesu. Oppure noi seguiamo i principi di Gesù. Es steht geschrieben. È scritto. Tu. Ich bin bereit, mich zu erniedrigen. Io sono pronto a umiliarmi. Um Jesus zu gefallen. Per essere pronto ad essere come Gesù. Das ist der letzte Gedanke für heute Abend. Questo è l'ultimo pensiero di stasera. Der allerletzte Gedanke. Proprio l'ultimo. Ich verspreche es. Lo prometto. Jesus hat niemals gesündigt. Gesù non ha mai peccato. Und Satan hat das zur Weißglut gebracht. E Satana. Zur Weiß, also er hat sich geärgert. Si è arrabbiato con Gesù. Denn jedes Mal, perché tutte le volte, wenn ein Mensch gestorben ist, quando un uomo è morto, und die Engel im Himmel gesagt haben, e gli angeli del cielo hanno detto, siehst du Satan, das richtet die Sünde an. Guarda Satana, questo è il risultato della, del peccato.
konnte Satan sagen, nein, 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 das liegt am Gesetz Gottes. Satana poteva dire, no, 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 non è mica colpa mia, questo è soltanto conseguenza della legge di Dio. Gott ist schuld. È cosa di Dio, lui è colpevole. Gott hat gesagt, dass der Sünde soll der Tod ist. Dio ha detto che il salario del peccato è la morte. Wenn man das Gesetz abschafft, ist alles in Ordnung. Se uno segue la legge è tutto a posto, se invece la viola. Aber dieser Jesus hat nicht gesündigt. Ma Gesù non ha peccato. Er war immer richtig. Lui ha fatto tutto bene, correttamente. Und das hat den Jesus auf Weißglut gebracht. Also der hat den Satan aufgeregt. E per questo Satana era così arrabbiato con Gesù. Und Satan ist so wie Menschen, die ein schlechtes Temperament haben. E Satana è come quegli uomini che hanno davvero un carattere difficile, brutto. Irgendwann rastet er aus. E praticamente a un certo punto non ce la fece più. Und als er ausgerastet ist. E quando proprio era così all'estremo della sua furia? Und Jesus ans Kreuz hat nagelassen. E Gesù era praticamente alla croce e stava lì appeso. Da hat das ganze Universum gesehen. Tutto l'universo ha visto. Wer Satan wirklich ist. Chi è veramente Satana? Haben Sie jemals etwas getan, wo Sie sich plötzlich ertappt fühlen? Avete mai visto qualche cosa in cui in un certo momento siete rimasti scioccati? Als Satan Jesus ans Kreuz hat nageln lassen? Nel momento in cui lui stesso aveva portato Gesù alla croce? Hat er sich selbst entlarvt? Lui stesso è rimasto scioccato, ammutolito. Denn zum ersten Mal ist jemand gestorben? Perché per la prima volta era morto qualcuno? Der das Gesetz Gottes gar nicht gebrochen hatte. Che non aveva violato la legge di Dio. Und das ganze Universum hat gesehen, es war allein wegen Satan. E tutto l'universo ha visto che in realtà era tutta colpa di Satana. Die Bibel sagt, Jesus war Satan war ein Menschenmörder von Anfang an. La Bibbia dice che Satana era un omicida dall'inizio. Und Gott hat das schon immer gesehen. E Gesù l'aveva sempre saputo, l'ha saputo da sempre. Gott wusste an dem Moment, als Satan sich wegdreht. L'ha saputo fin da quel momento quando Satana si distolse. Dass er ein Menschenmörder ist. Che lui sarebbe diventato un. Dass wenn er die Gelegenheit hätte, jemand umbringen würde. Che lui avrebbe avuto appena avrebbe avuto la possibilità avrebbe ucciso qualcuno. Aber das hätte kein Engel geglaubt. Però questo non l'avrebbe creduto nessun angelo del cielo. So hat Gott den Satan nicht gleich umgebracht. Per questo lui non ha ucciso subito Satana. Sondern hat ihm erlaubt, seine Prinzipien auszuleben. Ma ha praticamente permesso che questi suoi principi si potessero diffondere. Bis am Kreuz von Golgatha. Fino a quando non si raggiunse la croce al Golgatha. Jeder gesehen hat. Ognuno ha visto. Was das Prinzip Gottes ist. Qual è il principio di Dio. Und was das Prinzip Satans ist. E qual è il principio di Satana? Meine Frage heute Abend ist sehr simpel. La mia domanda oggi è molto semplice. Auf welcher Seite möchtest du stehen? Da quale lato vogliamo essere noi? Auf Satans Seite? Da quale lato vuoi essere tu, dalla parte di Satana? Oder auf Jesu Seite? O dalla parte di Gesù? Wer von uns möchte auf Jesu Seite sein? Chi di noi vuole essere dal lato di Gesù, dalla parte di Gesù? Amen. Amen.